Sehen ist das Ergebnis der Interaktion zwischen verschiedenen Teilen des Auges und dem Gehirn. Die Sehqualität hängt dabei in großem Maße von der Leistung der natürlichen Augenlinse ab. Dieser durchsichtige und flexible Körper befindet sich im Kapselsack hinter der Iris und wird von Zonularfasern in seiner Position gehalten. Beim gesunden Auge entsteht ein klares und helles Bild, wenn die Lichtstrahlen ungehindert durch die natürliche Augenlinse fallen und direkt auf der Netzhaut im Augenhintergrund gebündelt werden. Mit zunehmendem Alter wird die Augenlinse dicker und weniger durchsichtig, sodass das Licht sie nicht mehr durchdringt. Diese Trübung der natürlichen Augenlinse, Katarakt oder grauer Star genannt, führt zu einer allmählichen Verschlechterung und kann unbehandelt zu einem kompletten Sehkraftverlust führen. Die einzige effektive Art, den grauen Star zu behandeln, ist die getrübte natürliche Augenlinse zu entfernen und durch ein klares Implantat, eine sogenannte Intraokularlinse, IOL, zu ersetzen. Die Operation des grauen Stars gilt als einer der sichersten und häufigsten chirurgischen Eingriffe weltweit, die heutzutage gewöhnlich ambulant vorgenommen wird. Die Operation wird im Vorderabschnitt des Auges durchgeführt, die aus Lederhaut, Hornhaut, Iris und der natürlichen Augenlinse besteht. Der chirurgische Eingriff dauert in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten und ist schmerzfrei. Normalerweise wird er unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Dazu werden gewöhnlich vor dem Eingriff Augentropfen appliziert. Zuerst eröffnet der Chirurg einen Hauptschnitt von etwa 2 mm am Übergangsbereich zwischen Horn und Lederhaut. Durch diesen Einschnitt wird die Intraokularlinse eingesetzt. Anschließend werden ein oder zwei zusätzliche Mikroinzisionen zur Führung der chirurgischen Instrumente angelegt. Als nächstes wird eine durchsichtige geleeartige Substanz, ophthalmische Viscoelastica oder kurz OVD genannt, in die Vorderkammer des Auges eingebracht. Diese Substanz schützt die internen Strukturen des Auges und schafft Platz für die Führung der chirurgischen Instrumente. Danach öffnet der Chirurg sorgfältig den Kapselsack, in dem sich die Linse befindet, und nimmt eine kreisrunde, durchgehende Öffnung von etwa 5,5 mm vor. Durch diese Öffnung kann die Kataraktlinse entfernt werden, ohne den Kapselsack zu entfernen. Über einen Ultraschallkopf wird die getrübte Linse aufgelöst und sanft abgesaugt, wodurch der Kapselsack intakt bleibt. Die rote Farbe, die nach der Entfernung der Kataraktlinse zu sehen ist, entsteht aufgrund der rötlich-orangenen Reflexion des Lichts auf der Netzhaut des Auges. Zuletzt wird die klare, künstliche Linse mittels eines Injektors implantiert. Die Intraokularlinse entfaltet sich sanft in den Kapselsack und ersetzt die entfernte natürliche Augenlinse.
Die implantierte Intraokularlinse bleibt zentriert im Auge fixiert und ist weder sichtbar noch spürbar. Die Einschnitte schließen sich von selbst wieder. Die IOL bietet die Hauptfunktionen einer gesunden, natürlichen Augenlinse, was dem Patienten erneut die klare Sicht in einem oder mehreren Entfernungsbereichen ermöglicht. Moderne IOL, wie etwa trifokale Linsen, bieten ein gutes Sehvermögen in nahen, mittleren und fernen Sichtbereichen, was die Chancen des Patienten, keine Brillen mehr zu benötigen, erhöht.